Ja, Shalom und Gottes Segen zusammen. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns heute mal 25 falsche Messiasse anschauen wollen, die sich entweder selbst für Jesus gehalten haben oder von ihren Anhängern als Jesus oder eine Inkarnation von Jesus bezeichnet wurden. Und anhand der Anzahl sehen wir schon mal, dass es einige waren. Und ich sage jetzt schon mal Entschuldigung, falls ich den Namen des einen oder anderen nicht richtig aussprechen sollte. Aber zuvor schauen wir uns einmal an, was Jesus selbst prophezeite, denn das hat sich ja dann erfüllt, wie wir sehen werden. In Matthäus 24, ab Vers 4, sagte Jesus, da heißt es: Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Allerdings, um einige zu verführen, waren gar nicht mal große Wunder und Zeichen notwendig, wie wir sehen werden. Und wir sehen ja auf jeden Fall, falsche Christusse sollen auftreten, die im Namen von Jesus kommen und sagen, sie seien der Christus, der Messias, der Sohn Gottes und so weiter und so fort. Und hier auf dem Bild sehen wir mal Fotos von einigen dieser Personen, die sich selbst als Messias betrachten. Und unten links übrigens jemand, der auch einen YouTube-Kanal pflegt und aktuell immer noch behauptet, er sei eigentlich Jesus Christus. Aber gut, wir werden uns das Ganze chronologisch mal anschauen und wir fangen allein im 18. Jahrhundert an. Ich weiß nicht, wie viele bis zum 18. Jahrhundert gesagt oder behauptet haben, sie seien Jesus, aber wir fangen im 18. Jahrhundert einmal an mit zwei Personen, nämlich mit Kondrati Selivanov, geboren 1730, verstorben 1832. Der Gründer und Führer der Skopti-Sekte im Russischen Reich. Diese Person behauptete auch der Messias zu sein, Jesus selbst. Und Ann Lee, 1736 geboren, Gründerin und Anführerin der Shakers, ließ Anhänger, bezeichneten sie als Mutter und glaubten, dass sie die weibliche Inkarnation Christi auf der Erde war. Und da kann ja ohnehin schon mal nicht etwas stimmen, denn wir wissen, dass Jesus natürlich keine weibliche Person ist, aber so ist es nun mal. Wir kommen ins 19. Jahrhundert und da gibt es schon einige mehr Personen, die wir uns anschauen wollen. Zum einen, John Nicholas Tom behauptete 1834, der Retter der Welt und die Reinkarnation von Jesus Christus zu sein. Arnold Potter, geboren 1804, schismatischer Führer der Heiligen der letzten Tage, er behauptete, der Geist von Jesus Christus sei in seinem Körper eingegangen und er sei Potter Christ, Potter Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Er starb bei dem Versuch, in den Himmel aufzusteigen, indem er von einer Klippe sprang. Sein Körper wurde später von seinen Anhängern geborgen und begraben. Sie mögen wahrscheinlich gedacht haben, er würde wieder auferstehen. Dem war natürlich nicht so. Dann haben wir William W. Davis, geboren 1833, Anführer einer schismatischen Gruppe der Heiligen der letzten Tage, lehrte seinen Anhängern, dass er der Erzengel Michael war. Als sein Sohn Arthur am 11. Februar 1868 geboren wurde, erklärte Davis, dass das Kind der wiedergeborene Jesus Christus sei. Als Davis' zweiter Sohn David 1869 geboren wurde, wurde er zum Gottvater erklärt. Also Gott der Vater wird von einem Menschen geboren. Ja, dafür werden sie sich alle mal vor dem Richterstuhl des wahren Christus Jesus verantworten müssen. Dann haben wir noch Kyrus Teet, amerikanischer Arzt, der behauptete, die Reinkarnation von Jesus Christus zu sein. Jetzt kommen wir mal in das Jahrhundert, wo es am meisten Namen heute auszusprechen gibt. Zum einen im 20. Jahrhundert Haile Selassie. Sie behauptete, nicht Jesus zu sein und lehnte die Behauptung ab, er sei Jesus, aber die Rastafari-Bewegung, die in den 1930er Jahren auf Jamaika entstand, glaubt, dass er das zweite Kommen ist. Somit kann man jetzt der Person an sich vielleicht keinen Vorwurf machen, aber es wird bestimmt Gründe gehabt haben, dass die Rastafaris diese Person, Haile Selassie, als Messias Jesus feierten. Dann Ernest Norman.
Geboren 1904, ein amerikanischer Elektroingenieur, der 1954 die Uranius Academy of Science mitbegründete, war angeblich Jesus in einem früheren Leben und seine irdische Inkarnation war ein Erzengel namens Raphael. Tja, wir sehen, wir befinden uns in einem Phantasialand von einigen Menschen, die eine unglaubliche Sünde begangen haben, dessen sie sich, waren sie sich vielleicht nicht bewusst, sie werden sich dessen bewusst sein, wie gesagt, vor dem Richterstuhl des wahren Messias. Dann Krishna Venta, geboren 1911, geboren als Francis Herman Penkovich in San Francisco, gründete Ende der 1940er Jahre den WKFL-Kult und 1948 erklärte er, dass er Christus sei, der neue Messias. Wahrscheinlich, das war ja auch die Gründung des Staates Israel, wahrscheinlich wollte er sagen, hey, kommt zu mir, ich bin jetzt der neue Messias für Israel. Ja, das war wohl nichts. Und wir haben An Sang-hong, ein Südkoreaner, der 1964 die World Mission Society Church of God gründete und ihn als das zweite Kommen Jesus anerkennt, also auch er, der Gründer, ist der wiedergekommene Messias, Jesus Christus. Komisch, Jesus sagt, er kommt vom Himmel aus auf die Erde mit allen seinen Engeln und das wird ein übernatürliches Ereignis sein, das die ganze Erde sehen wird. Aber da kommt irgendwie so einer an, so nebenbei, klopft dann auf die Schulter und sagt, ich bin Jesus. Ich meine, dass die Menschen das glauben, ist eigentlich noch schlimmer als die Menschen, die das behaupten. Aber gut, wir kommen weiter. Sun Mong Hun, der von Mitgliedern der Vereinigungskirche als der Messias und das zweite Kommen Christi angesehen wird und die unvollendete Mission Jesu erfüllte. Ja, Sun Moeng Homon, wir sehen also auch in Asien gibt es einige Asiaten, die glauben, sie seien Jesus. Jim Jones, Gründer des People Temple in den 1970er Jahren, behauptete, er sei die Reinkarnation von Jesus Christus. Auch das natürlich nicht der Fall. Laser Toth, geboren 1938, verstorben 2012. In Ungarn geborener Australier, der behauptete, er sei Jesus Christus. Arifin Mohammed wird von seinen Anhängern als die Inkarnation Jesu angesehen, sowie Shiva und der Buddha und Mohammed. Ja, also wie man Jesus, Buddha, Mohammed und Shiva in einem Atemzug nennt, ist auch eine Sache für sich. Nur ein Name von denen ist es wert genannt zu werden. Das ist der Name von Jesus. Aber dann haben wir noch Mitsuo Matayoshi, war ein konservativer japanischer Politiker, der 1997 aus seiner Überzeugung, dass er Gott und Christus ist. Gott und Christus, ja. Das ist wirklich unfassbar. Ich glaube, dass in dieser Rubrik kommen übrigens nicht die ganzen Päpste vor, die sich wahrscheinlich auch als Gott auf Erden bezeichneten. Das habe ich hier mal rausgelassen, das ist ja bekannt. Aber wir kommen weiter. Hogen Fukunaga behauptete, erkannt zu haben, dass er die Reinkarnation von Jesus Christus und Gautama Buddha war, dieser sogenannte Maitreya. Henri Cristo, ein Brasilianer, der behauptet, der zweite Jesus zu sein, der 1969 wiedergeboren wurde. Hassan Mezaci ist ein ehemaliger Politiker und Mitglied der Großen Nationalversammlung der Türkei. Nach seiner Inhaftierung behauptet er, Isa zu sein. Nun, das ist jetzt keine Behauptung, direkt zu sagen, er sei Jesus, denn wir wissen, Isa ibn Mariam, der Jesus des Koran, ist nicht der wahre Jesus. Das macht allein Sure 9, Vers 30 deutlich. Aber er behauptet, er sei der islamische Jesus, Isa ibn Mariam. So oder so auch natürlich eine Lästerung. Shoko Asahara erklärte sich selbst zu Christus, Japans einzigem vollständig erleuchteten Meister, dafür schlägt es mir schon die Stimme, und dem Lamm Gottes. Auch er erklärt sich also selbst zu dem wahren Messias. Wir kommen ins 21. Jahrhundert noch zum Schluss, also ins aktuelle Jahrhundert. Da haben wir Apollo Quiboloy. Er ist der Gründer und Leiter einer auf den Philippinen ansässigen Kirche. Er hat behauptet, er sei der ernannte Sohn Gottes. Alan John Miller, besser bekannt als A.J. Miller, ein ehemaliger Ältester der Zeugen Jehovas, behauptet, Jesus Christus zu sein. Unfassbar. David Shaler ist ein ehemaliger MI5-Agent und MI5-Agent, würde man eher sagen, und Whistleblower, der sich im Sommer 2007 zum Messias erklärt hat.
Er hat eine Reihe von Videos auf YouTube veröffentlicht, in denen er behauptet, Jesus zu sein. Morris Clemens, ein amerikanischer Schwerverbrecher, bezeichnete sich im Mai 2009 als Jesus. Ja, ob da nicht auch eine dämonische Besessenheit aktiv war, das kann man natürlich sein. Das kann natürlich sein, die Dämonen lieben es, wenn sie Verbrechen irgendwie vielleicht begehen und dann sagen sie, sie seien Jesus. Aber das kann man natürlich nicht ernst nehmen und nicht glauben. Dann haben wir noch Todd Kinkinen, ehemaliger Vorsitzender der Republikanischen Partei von South Carolina, behauptete gegenüber der Polizei, dass er das zweite Kommen Jesu Christi sei. Und zum Schluss Ulf Diebel aus Deutschland, auch er behauptet, Jesus sei tot, kommt nicht wieder und er sei jetzt der wahre Messias Israels. Ja, das ist eine Reise ins Phantasialand gewesen. Das waren 25 falsche Messias, die behaupten, entweder Jesus zu sein, von anderen als Jesus bezeichnet zu werden, der Messias zu sein, Sohn Gottes und so weiter und so fort. Und deswegen lesen wir nochmal, was Jesus sagte, denn wir haben gerade gelesen, dass sich das erfüllt hat, und zwar seit langer Zeit. Jesus sagte: Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn Christus hat keinen YouTube-Kanal. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Und ein Unterschied ist auch in Johannes 5, Vers 43, da sagte Jesus, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Denn natürlich, egal um wen es geht, wie auch immer, Pollo qui Boyo und wie die alle heißen, die sind ja nicht als Jesus geboren mit diesem Namen. Jesus, ihm wurde ja der Namen gegeben, offenbart durch Engel Gabriel. Aber diese Menschen heißen Klaus, Peter, Ulf und so weiter und so fort. Das heißt, sie sind in ihrem eigenen Namen geboren worden. Nicht im Namen Gottes des Vaters, offenbart durch Engel Gabriel. Und da sehen wir schon einen großen Unterschied zu diesen ganzen Menschen. Und man muss es sagen, Antichristen. Jeder, der glaubt, er sei Jesus und ist nicht Jesus, ist ein Antichrist. Und laut Bibel, Antichristen werden das ewige Leben nicht sehen. Das war das Video 25 falsche Messias, die sich für Jesus hielten und so weiter und so fort. Es aber nicht sind, denn es kann nur einen geben und die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Und das war, ist und bleibt der einzig wahre Messias, der König Israels, der Sohn des lebendigen Gottes und die einzige Hoffnung auf ewiges Leben, Jesus Christus. Amen und lasst euch nicht verführen.